stimmt. Ich will ja das Ganze nach und nach abtragen, jede Ebene einzeln und dann immer enger werden. Oh, wir haben Holz gekriegt. Das ist ja toll. Holz ist eine sehr wichtige Grundlage in diesem Spiel. Tatsächlich. Und angeblich. Oh, Tatsache, es funktioniert halt einfach. Andere Setzlinge. Der Changelog hat nicht gelogen. Komme ich von hier ran? Ja, komme ich. Jetzt brauchen wir keine anderen Biome finden, um Bäume von da zu pflanzen zu können. Ist das nicht toll? Ich meine, wir haben ja schon Birkenholz gefunden, aber das nur normales Holz dabei raus, was wiederum ziemlich komisch war, aber ach du Heilige. Jetzt merkt man auch schon ganz deutlich, was ich meinte, mit da unten wird eine sehr gute Party abgehen. Monster über Monster über Monster über Monster und so weiter. Wieso haben wir jetzt eine zweite Tür gemacht? Ich glaube, weil ich mir einen Unterschlupf bauen wollte, damit ich mich vor dem Monster sicher bin. Das sichere Bett, wie wir es unten praktiziert haben, natürlich voll vergessen, dass es das auch noch gibt. Kann ja mal passieren. Ich muss auf jeden Fall unter dem ganzen Zeug hier nachher noch mächtig ausleuchten, dass das hinhaut. Oder gleich irgendwas reinbauen. Einfach so wie es jetzt ist, kann es eher schlecht bleiben, weil es ist laut und nervig und laut und nervig und laut und nervig. Also primär laut und nervig. So, ich glaube, drei Äxte werden jetzt nicht reichen. Ach komm, die reichen hoffentlich. So, 3. Gut, schön. Ach, da ist ja sogar noch die Eisenspitzhacke. Krass. Es gibt auch schon Knochen, damit kann man Bone Meal, glaube ich, auch schon herstellen. Ich weiß schon nicht. Genau, das ist aktuell noch Dünger. Ich weiß nicht, ob ich damit schon mehr machen kann. Das war zum Fall. Lassen wir jetzt einfach mal so. Das kommt schon alleine klar. Und ja. Lasst uns erstmal das ganze andere Zeug holen. Wüsste halt auch echt gern, wo sich die ganzen Viecher herumtreiben hier unten. Das heißt, eigentlich wüsste ich es nicht gerne. Glaube ich, ein bisschen zu gefährlich. Oh. Hier fehlt ein Material. Gut, dass wir Erde dabei haben. Hallo. Tschüss. Kurze Begegnung mit einem Zombie. Es ist nichts passiert. Zum Glück auch. Gut. Hä?
Da ist immer noch ein zweiter Baum hier. Ich hoffe jetzt mal, ich muss. Ne, ist die Cave von selber. Ah, immerhin. So ist das doch. Auch. So viel Holz. Ja, ich hasse mich irgendwie schon leicht dafür, das Ganze hier nachher noch bepflanzen zu müssen. Das wird eher weniger cool. Okay, ich brauche hier definitiv was anderes drin. Ist ja auf keinen Fall die Haltbarkeit eines anderen Tools. Oh Gott. Ich glaube, zwei sollten reichen. Genau so. Gut. Die schönen alten Bäume, aber die müssen halt auf einem Feld reichen. Hallo Schaf. Hallo Schaf. Auch du lässt dich knuddeln. Dankeschön. So passt es. Passt doch schon mal gut. Und jetzt holzen wir das Holz ab. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Und hier ist ein Zombie. Auch gut. Oh Gott, habe ich eigentlich mein Bett mitgenommen? Okay, die Sonne dauert eh noch ein bisschen, bis er ganz versunken ist. In Gedanken. Okay, die Sonne ist nicht gedankenversunken, aber sie geht unter halt. Das ist, hat auch was Gutes, dass es jetzt mehr Holz gibt. Wir können theoretisch dann, was das Fachwerk der Burg angeht, abwechseln. Das Doofe an so einer Abwechslung wäre allerdings, dass es dann nicht mehr einheitlich nach einer Burg aussieht, was das Ganze wieder hinfällig macht. Ah gut, so kann man irgendwie nicht fällen. Schade. Kann sie mal probieren. Ja. Irgendwie sehen die Schafe ohne Wolle etwas traurig aus. Es sollte nachwachsen. So. Jo. Dann fällen wir die Bäume. Danach geht es dann auch schon da, wo ich noch nicht die Stufen reingemacht habe. Das soll es dann eh schon einfacher sein. Mit dem Ganzen. Jetzt baue ich mich mit Holz hoch. Bauen wir jetzt in Zukunft immer mit dieser Tür hoch. Ich halte das für eine gute Idee. Vor allem, weil es auch sehr logisch ist. Mehr Setzlinge. Also das mit der Tür ist schon echt praktisch. Vor allem müssen wir sich hier. Nein. Bloß die Erde wegmachen, dann ist doch die Tür automatisch weg. Das ist ein sehr praktisches System und mir ist ein bisschen Rüstung kaputt gegangen. Also ich muss wirklich mit Fallschaden ungemein aufpassen. Sonst ist diese Rüstung sehr schnell wieder weg. Ich habe die Rüstung an, um halt für den Fall der Fälle, dass ich nicht rechtzeitig schlafen gehe,
dass ich dann trotzdem nicht sofort sterbe. Und das System finde ich auch eigentlich ganz gut. Ich habe die Schwierigkeit eh nur auf einfach, nicht auf was Höheres gestellt. Schon in weiser Voraussicht, dass ich zu dumm sein werde dafür. Können wir ja dann später mal steigern, wenn wir eine gesicherte Nahrungsquelle haben und sowas. Kann man das gerne machen. Aber nicht jetzt. Jetzt auf hart zu stellen wäre irgendwie ein bisschen lebensmüde, finde ich. Vor allem, wenn ich mal eine gute Essensquelle haben, um es wieder hochreihen zu können. Das ist ja auch mir irgendwie so ein bisschen das A und O hier.